Die Zinsen sind der Preis des Geldes. Und wenn Geld sehr billig ist, vielleicht sogar kostenlos in Nullzinszeiten, dann ist meistens sehr viel Geld zur Verfügung, ist also viel Liquidität zur Verfügung. Das wiederum sorgt in der Regel für steigende Aktienmärkte, weil eben Liquidität, weil Papiergeld, wenn man so will, Sachwerten hinterherjagt. Also steigen in der Regel diese Sachwerte. Sehen wir also eine Vermögenspreisinflation? Genau das haben wir gesehen, als die Notenbanken die Zinsen auf Null gesenkt hatten. Immobilienpreise schossen nach oben, Aktienmärkte schossen nach oben. Dann kam die Erkenntnis, ups, diese Inflation, die ist gar nicht so transitory, so vorübergehend, sondern die ist vor allem sehr schnell nach oben gegangen. Also müssen wir was tun. Also sind die Zinsen gestiegen. Und seit die Zinsen steigen, hoffen und wetten die Märkte, Mensch, die werden noch bald wieder fallen, ist doch überhaupt kein Problem. Und wenn man dann enttäuscht wird mit der Erwartung, dass die Zinsen bald fallen, dann zaubert man ein Kaninchen aus dem Hut. KI-Euphorie, Produktivität wird sich ändern, die ganze Welt wird komplett von einem Tag auf den anderen komplett neu auf die Füße gestellt. Natürlich alles Bullshit, aber sei es drum. Jedenfalls konnte man sich die ganze Zeit damit irgendwie wegtrösten, dass die Zinsen nicht 2023 gefallen sind, auch nicht bisher 2024. Und jetzt steht eben die Frage im Raum, was wird denn passieren im Jahr 2024? Und wir bekommen in dieser Woche wirklich sehr, sehr wichtige Daten, die weiteren Aufschluss geben darüber, wann und ob die Zinsen in diesem Jahr fallen können. Und die Wall Street reagiert jetzt schon am heutigen Montag, wo wir praktisch keine wirklichen Daten haben, nervös vor den Daten am Mittwoch und am Donnerstag, denn am Donnerstag kommen die Erzeugerpreise, am Mittwoch die Verbraucherpreise aus den USA, Donnerstag die Erzeugerpreise. Und auch da wird die Wall Street sehr genau hinschauen, denn wenn die Erzeugerpreise hoch sind, heißt das, dass die Unternehmen hohe Kosten haben und möglicherweise ein Margenproblem bekommen. Wenn die Wall Street Unternehmen, respektive wenn die an der Wall Street gelisteten Unternehmen hier ein Margenproblem bekommen sollten, dann stellt sich die Frage der Bewertungen, der sehr luftigen Bewertungen derzeit an den US-Aktienmärkten. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir die US-Anleihe. Renditen haben heute den höchsten Stand des bisherigen Jahres erreicht. 2020 hat uns Jerome Powell gesagt, es gibt keine Inflation. 2021, als sie dann da war, hat er gesagt, transitory, vorübergehend. 2022, hups, da ist die Inflation, aber wir werden sie bekämpfen, also Zinsen anheben. Das hat er wirklich gemacht, der gute Jerome. Und 2023 hat er dann gesagt, Inflation is here and we won't fight it. Er hatte praktisch, oder die Fed, viele Fed-Mitglieder haben sich eingestehen müssen, die Inflation ist nicht besiegt und sprechen sich gegen das von Jerome Powell in die Köpfe der Wall Street gesetzte Mantra aus. Und genau das bringt hier Jim Bianco auf den Punkt. Kashkari zum Beispiel von der Fed hat ja gesagt, also warum sollten wir überhaupt die Zinsen senken? Goldman Sachs sagt, ja, aber das wäre ja sehr, sehr überraschend. Daraufhin Jim Bianco, naja, das ist eben das, was Jerome Powell den Köpfen an der Wall Street oder den Finanzmärkten insgesamt in den Kopf gesetzt hat. Hätte Jerome Powell diesen Satz oder diese Sätze auf der Dezember-Pressekonferenz nicht gesagt, dann sehe die Sache wahrscheinlich anders aus. JP Morgan übrigens erwartet jetzt, dass die Zinsen nicht im Juni, sondern im Juli sinken. Hier nochmal die Termine dieser Woche mit den Highlights, natürlich CPI am Mittwoch und PPI am Donnerstag. Heute haben wir dann noch ein Intel AI Event, da gibt es wieder ganz viel KI, und morgen haben wir dann ein Google AI Event, da gibt es wieder ganz viel KI, ihr müsst nur lange genug daran glauben, ihr Kinder, dann kommt ihr in das Himmelreich der ewigen Produktivität und der tollen Margen und der ewigen Gewinne, weswegen die Aktienmärkte nur steigen können. Und dann haben wir dann am Ende der Woche eben den Beginn der US-Berichtssaison, die Earnings von JP Morgan, Wells Fargo. Damit geht die ganze Geschichte dann los. Jetzt Auftritt von dem Super Bullen, der hier wieder mal sagt, nämlich Tom Lee, also ist doch super, die Fed unterstützt doch die Aktienmärkte. Und das gilt für Jerome Powell wahrscheinlich wirklich, der auf Geheiß von Janet Yellen gute Stimmung machen will in einem Wahljahr. Außerdem drücken ja die Schulden, wenn die Zinsen hoch sind, dann kostet das eine ganze Menge. Und er sagt, naja, aber guck doch, die Fed ist doch hier auf Seiten des Businesses, also will die Wirtschaft stützen, das ist gut für Aktien.
Deswegen brauchen wir gar keine drei Zinssenkungen. Tom Lee erwartet, dass dann am Mittwoch mit den Inflationsdaten die Märkte eine Rallye zaubern. Wir werden sehen. Andere sind da vorsichtiger. Stock Market Rally faces key test. Will hot inflation data kill rate cut hopes? Also die Zinssenkungserwartungen killen. Denn diese Zinssenkungserwartungen sind nicht totzukriegen. Da können Daten kommen, bisher was will, aber die Fed Fund Futures, also die Swap-Märkte, die das bepreisen, was von der Fed kommt in Sachen Leitzins, die sind da ein bisschen skeptischer. Jetzt haben wir heute Jamie Dimon gesehen, den wohl mächtigsten Banker in die USA. Und der sagte, also die Zinsen könnten sogar bis 8% steigen oder über 8%. Er weckt auch Zweifel an dem Soft Landing. Der Jamie Dimon ist ja immer so ein bisschen schwierig, wahrscheinlich komplett von eigenen Interessen geleitet. Deswegen weiß man nie so genau, wie man solche Aussagen als ehrliche Meinung oder einfach als eigenem Geschäftsinteresse dienend werten kann. Er vergleicht auch diese KI-Geschichte mit der Erfindung der Dampfmaschine. Okay, ja, KI dürfte vieles wirklich verändern. Die Frage ist nur, wann wird damit Geld verdient? Und bisher zeichnet sich das nicht ab. Es zeichnet sich vielmehr ab, dass die Firmen 90 Milliarden investiert haben und vielleicht in diesem Jahr insgesamt 10 Milliarden damit verdienen. Das muss sich also sehr schnell steigern, damit überhaupt diese Investitionen, die man bereits getätigt hat, auf denen man teilweise jetzt sitzt, nämlich veraltete Chips hat, weil jetzt neue Chips kommen, dann kannst du die anderen praktisch in die Tonne klopfen. Jedenfalls Jamie Dimon auch, Inflation may be stickier, und er warnt vor allem vor der massiven Ausgabenflut der Amerikaner. Da hat er natürlich einen Punkt, und die Märkte reagieren eben auf das, was von Jerome Powell vor allem kommt, auf die Inflationsdaten auf der anderen Seite kommt, auf die Güterinflation, die sich hier wieder breit macht, und sagen, wir misstrauen der ganzen Geschichte. Deswegen haben wir eben heute gesehen, dass die 10-jährige Anleiherendite auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen ist. Deswegen haben wir heute Nacht gesehen, dass Gold ein neues Allzeithoch erreicht hat. Aber vor allem die Renditen sind eben wichtig. Da hängen die Hypothekenzinsen dran, also der Hausmarkt, die Kreditkartenzinsen. Da hängt alles dran. Im Prinzip der Preis des Geldes, nicht mehr und nicht weniger. Und hier sehen wir, dass der Inflation Basket von Goldman Sachs eben auf ein neues Hoch steigt, weil man eben davon ausgeht, da ist was im Busch mit der Inflation, weil die Fed dagegen nicht ernster vorgeht. Und ich habe hier dieses Bild schon mal heute Morgen gezeigt, aber es ist absolut wichtig, deswegen will ich es nochmal wiederholen. Diese rote fette Kerze, die Sie hier sehen, das ist der Rückgang der Renditen, als Jerome Powell völlig überraschend bei der Dezember-Pressekonferenz sagte, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, daraufhin Renditen nach unten, Aktienmärkte nach oben. Logisch, weil praktisch hier jemand gesagt hat, ich mache euch das Geld ein bisschen billiger. Jetzt haben wir gesehen, die Anleiherenditen dann in einer Seitwärtsrange und sind jetzt nach oben ausgebrochen. Das heißt, das, was Powell gesagt hat, ist komplett ausradiert, weil die Märkte sagen, we don't believe you, dass die Inflation nach unten geht oder nachhaltig nach unten geht, vor allem nicht, wenn du mit deinen Aussagen für die Lockerung der Financial Conditions noch zusätzlich sorgst. Und hier sehen wir mal, wenn wir das jetzt auf den Konsumenten spiegeln, was das für die Leute bedeutet. So ist zum Beispiel seit 2019 sind die Lebensmittelpreise um und bei 40% gestiegen seit 2019. Gleichzeitig sehen wir, dass vor allem seit Ende des letzten Jahres nur noch Teilzeitjobs entstehen, die in der Regel nicht gut bezahlt sind, während Fulltime-Jobs verloren gehen. Das heißt, mehr und mehr Leute kommen in Schwierigkeiten, diese gestiegenen Kosten zu tragen. Hier sehen wir mal rechts, wenn Sie das sehen können, ein Vergleich zwischen Rate Cut Hopes, die zurückgehen, und Google-Anfragen nach Rezession. Da geht es nach unten, aber das dürfte vielleicht eine Lücke sein, die sich bald schließt. Heute zum Beispiel die Meldung, dass das Unternehmen 99 Cents in den USA Bankrott angemeldet hat. As inflation keeps biting, weil die Leute selbst teilweise nicht mehr solche Billigprodukte kaufen, respektive das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, diese Politik, die man bisher hatte, nämlich alles für 99 Cent zu verkaufen, kann man nicht mehr letztendlich aufrechterhalten, weil die Kosten eben gestiegen sind. Und das ist genau der Grund, warum Biden trotz vermeintlich toller Wirtschaft ein Riesenproblem hat, weil die Leute sagen, das Leben ist zu teuer, das muss sich ändern, weil wir sehen nicht, dass sich das wirklich ändert, dass da irgendwie eine Änderung passiert, dass es sich zum Besseren wendet, dass die Preise mal vielleicht sogar zurückgehen. Und jetzt Auftritt eines JP Morgan Analysten,
Nachrichten im Stil von Erdogan, der ja die gleiche These vertreten hat, der sagt, naja, also es sind ja die hohen Zinsen, die letztendlich die Inflation hier anheizen, und er bezieht sich hier auf die Mortgage Rates, also auf die Hypothekenzinsen, also was die Leute monatlich dann, wenn sie einen Kredit etwa für ihr Haus eingegangen sind, bezahlen müssen. Und da ist natürlich was dran, in den USA weniger als in Kanada. In Kanada sehen wir, dass die gestiegenen Hypothekenzinsen durchaus eine relevante Rolle für die Inflation inzwischen spielen. In den USA ist das noch nicht so stark erkennbar. Aber es ist natürlich ein schwieriger Satz zu sagen, naja, die Zinsen müssen fallen, damit die Inflation fallen kann. Das hat Recep Erdogan erkennen müssen, dass das möglicherweise nicht funktioniert, weswegen die türkische Notenbank dann ja komplett umgesteuert hat, aber offenkundig will man den gleichen Fehler nochmal machen. Also es muss schon irgendwie ein Wunder passieren. Ist der Sam Deus Ex Machina, also eine Maschine, die sich von selbst bewegt, wenn man so will, die das Inflationsproblem der Fed bis Juni löst, damit die Fed, wie eigentlich der Jerome Powell gerne will, die Zinsen senken kann. Wir hatten heute als einziges wirkliches Konjunkturdatum die Inflationserwartungen der Amerikaner, die von der New York Fed veröffentlicht werden, und die sind stabil. Aber mehr und mehr Konsumenten erwarten eben, und das erinnert an diese gestiegenen Preise an allen Orten, dass man eben seine Schulden nicht mehr bedienen kann. Der Anteil der Amerikaner, die glaubt, hier in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, wird immer größer. Das schürt diese Unzufriedenheit trotz einer vermeintlich so tollen Wirtschaft. Also muss Biden agieren. Und was macht er? Er will jetzt für 25 bis 30 Millionen Amerikaner, die unter die Studentenkredite haben, will ihnen diese Schulden erlassen. Jetzt gucken wir mal auf die Schulden des US-Staates. Die sind mal seit 21. Februar um 3,1 Billionen gestiegen. 21. Februar 2023 muss man dazu sagen, also seit gut einem Jahr, aber dennoch wahnsinniger Anstieg der Verschuldung. Und das Tempo hat sich inzwischen nochmal beschleunigt. Jetzt hier der Kommentar. Wenn Biden also Studentenkredite erlassen will, dann ist das eigentlich nur eine Umverteilung von Belastungen. Das muss jetzt der Steuerzahler bezahlen. Oder stellen Sie mal vor, jemand hat seine Studentenkredite bezahlt. Da wäre ich ziemlich genervt, wenn die anderen das nicht machen müssen. Also wenn man sozusagen selber brav seine Schulden bedient und die anderen tun das einfach nicht und kommen so davon, weil dann die Allgemeinheit das tragen muss. Also ein Staat, der ohnehin schon sich hemmungslos verschuldet, das ist natürlich der Versuch hier, Wähler zu fangen auf Kosten einer soliden Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und das ist das, was ich mit Reflationstrade bei den Anleihen wie auch bei Gold und Rohstoffen meine. Die Märkte riechen, da stimmt etwas nicht, das wird nicht aufgehen, diese Rechnung. Also Ausbruch von Gold. Hier sehen wir diese wirklich wichtige Widerstandslinie 2000 bis 2100 und dann der Ausbruch und bums, ging es nach oben. Und das Ganze oben hier, diese Grafik, nicht weil etwa der Dollar schwach wäre. Oft ist es ja so, dass Gold dann gute Zeiten erlebt, wenn der Dollar schwach ist. Nein, der Dollar war nicht schwach, aber dennoch ist Gold ausgebrochen und hat sich vor allem über die Realrenditen, also die Kapitalmarktzinsen minus Inflation, hat sich von diesen komplett entkoppelt. Ein absolutes Misstrauensvotum. Normalerweise sehen wir, ist das immer sehr eng korreliert gewesen, die Realzinsen und Gold diesmal nicht. Und hier sehen wir Rohstoffe, wie stark die nach oben gegangen sind. Rechts nochmal diese Grafik, Tech in Relation zu Rohstoffen auf dem Punkt, auf dem wir im März 2000 waren. Das war der Hochpunkt der Dotcom-Bubble. Und Zinsen haben natürlich dann auch einen Effekt. Im Immobilienbereich sehen wir das. Da ist jetzt ein von Blackstone unterstützter Hedgefonds, Antara. Der musste Assets einfrieren, also man kann da kein Geld mehr rausziehen aus diesen Immobilienfonds. Das erinnert so ein bisschen an Bear Stearns, damals zu Beginn der Finanzkrise. Jetzt hat Blackstone gleichzeitig für 10 Milliarden Dollar einen Landlord, einen Vermieter gekauft, also einen Großvermieter, ein Unternehmen, das großflächig sozusagen vermietet. Mal sehen, ob diese Wette wirklich funktionieren wird. Aber wir sehen, das hat hier eine Rolle gespielt, dass die Zinsen gestiegen sind und der Immobilienmarkt, vor allem die Büroimmobilien, sind da doch durchaus im Fokus. Ähnlich wie etwa Tesla. Die Tesla-Aktie kann heute steigen. Mal wieder eine gute Nachricht für die zuletzt doch gebeutelte Religionsgemeinschaft Tesla, zu der auch Cathie Wood gehört, die den Dip kauft und wie verrückt jetzt Tesla-Aktien kauft. Und der Erlös
Nö, einer meiner allerbesten Freunde hat gestern mal wieder ein Robotaxi angekündigt. Das hat er, glaube ich, schon 1823 angekündigt. Aber diesmal kommt es wirklich, August, 7. August, 8.23 Uhr und 5 Sekunden. Diesmal ganz ehrlich, was hat der Elon schon angekündigt und was ist gekommen? Naja, Tesla halt. Und da fallen aber die gewachten Wagenpreise für Teslas auf jetzt nur noch 31.000 und ein paar zerquetschte Dollar. Wir waren noch Anfang 2022, also vor 2 Jahren, waren wir durchschnittlich bei 67.900 Dollar, haben sich also mehr als halbiert. Das zeigt das eigentliche Problem, Nachfrageproblem. Erstens, zweitens natürlich, wie schaut es aus mit Batterien, mit technologischem Fortschritt? Was ist dein Elektroauto wert nach 2 Jahren, eben weniger offenkundig als ein Verbrenner, der nicht so schnell an Wert verliert? Abschließend nochmal in Sachen Geopolitik. Nach wie vor ja gespannte Aufregung, gespannte Ruhe. Was passiert zwischen Israel und Iran? Hier hat sich der Hezbollah-Chef heute wieder geäußert und gesagt, dass was da passiert ist, war ja eigentlich ein Schlag gegen iranisches Territorium, denn die Israelis haben ja diesen Schlag gegen die Botschaft des Iran in Damaskus gemacht, und die Botschaft eines Landes in einem anderen Land gilt als Territorium des eigenen Staates. Und jetzt nochmal allerdings zum Ukraine-Krieg. Donald, das Genie, das wahrscheinlich die Inflation auf Null drücken wird, während er gleichzeitig dafür sorgt, dass die Zinsen auf Null gehen, der hat jetzt gesagt, ja, wahrscheinlich wird da kein Weg dran vorbeigehen, dass die Ukraine eben sich einverstanden erklärt, den Donbass und die Krim Russland zu überlassen. Und eins muss man sagen, das ist wahrscheinlich das, was ohnehin passieren wird, denn dass die Ukraine wirklich in der Lage sein wird, das zurückzuerobern, aus eigener Kraft, den Donbass wie auch die Krim und vor allem dann Gebiete, hätte die mit Sicherheit niemals wirklich friedlich wären. Da wäre ein permanenter Krieg, ein permanenter Bürgerkrieg die Folge. Also früher oder später wird es wohl so kommen. Donald Trump hat es ausgesprochen. Ich finde, es ist vielleicht bitter und schmerzhaft, aber es ist eben wahrscheinlich die einzige Chance, dass dieses blutige Drama mal irgendwann aufhört. Einfach zu sagen, gut, hier, das Sterben, das muss irgendwie enden, und der Donbass ist eben vorwiegend auch von russischen Bevölkerungen bewohnt. Es sind natürlich auch viele, die sich eher der Ukraine zurechnen oder es mit der Ukraine halten, aber überwiegend wohl mit Russland, und genauso natürlich auf der Krim. Diese Abstimmung, die nicht koscher war, hat aber dennoch, oder niemand hat daran angezweifelt, dass die Leute auf der Krim zu Russland wollten. Das muss man auch einfach mal sagen. Aber das ist vielleicht mal ein vernünftiger Punkt, auch wenn es wirklich wehtut und den westlichen Politikern natürlich überhaupt nicht schmeckt, so wie dem grandiosen Olaf Scholz, der jetzt bei TikTok ist. Also man sieht, wie verzweifelt der Scholz schon ist, dass er jetzt solche Schritte macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jugend, die auf TikTok ist, sich in irgendeiner Form für so einen bürokratischen Langweiler interessiert. Halte ich für zumindest ziemlich unwahrscheinlich. Und abschließend, meine Damen und Herren, will ich Ihnen noch 2 Empfehlungen mit an die Hand geben. Zinsen senken, nämlich die FED. Nur noch 2 Zinssenkungen sind jetzt erwartet. Das ist die erste Empfehlung. Warum, wieso, weshalb, wenn Sie das Ganze weiterempfehlen wollen, oben die Social Media Buttons. Und die 2. Empfehlung betrifft die EZB, die wahrscheinlich viel mehr Grund hat, die Zinsen zu senken, und sie wahrscheinlich auch deswegen viel wahrscheinlicher senkt, zumal die Südländer der Eurozone darauf pochen. Aber wie häufig wird das Ganze passieren? Da gibt es Insider-Informationen, die nach außen dringen aus der EZB. Diese beiden Artikel also zur Empfehlung. Ich sage Servus, ciao.